The heritage of Sebring speaks for itself. There's a huge legacy here from what Porsche's done with their first endurance sports car win, and now to come back and try to defend GT championships is a great honor. I love the rivalry that's forming between Porsche and Corvette. I think that's what the fans savor. We love it as drivers. The harder you have to work for a championship, that much sweeter it is to celebrate. Being a factory driver is just a dream come true for me. Especially in Sebring, there's so much history for Porsche with all the overall wins and all the success Porsche had here. It's just a great place to be, and especially with people like Hans Herrmann here, it's just an honor. Heißt, es sind natürlich Erinnerungen, die da auf einen zuströmen, und man schaut das und dies und jenes und bin also froh hier, und man spürt hier, man ist hier unter Freunden. Ja, natürlich die eben in meinem Alter sind, denn das Rennen, was ich hier gewonnen habe, das liegt ja schon lange zurück, über 50 Jahre. Trotzdem, ich bin ja gestern eine Runde gefahren, da habe ich mich nicht so erinnert, denn ich hörte, die ist ja etwas abgeändert. Und was bei uns damals war, wir hatten dann eben neben der Rennstrecke auch die Flug- und Landebahn, was also, so wie ich hörte, heute nicht mehr ist. Die Zelte, die Zuschauer, ist ja wunderschön, dass der Motorsport hier wirklich einen guten Auftrieb hat und auch erhalten hat. Denn früher war es irgendwie handwerkliches Fahren. Dagegen heute durch die Elektronik ist alles in vielen anderen Bahnen gelenkt.